Ja, hallo. Herzlich willkommen bei unserem ersten Facebook Live auf des Vaters Seite. Wir machen das das erste Mal heute. Ich hoffe, man sieht und hört uns. Vielleicht kann jemand einfach mal kurz einen Daumen hoch geben, wenn man uns hört. Ach, das sieht schon sehr gut aus. Da zeigen mehrere einen Daumen hoch. Okay, also kann man uns gut hören. Wunderbar. Ja, wir haben hier heute das erste Facebook Live von des Vaters Seite und das Thema wird sein das Doppelresidenzmodell und dort insbesondere die Petition, die von mehreren Organisationen da eingebracht wurden in den Bundestag. Wir haben in der vergangenen Woche in der Gruppe von des Vaters Seite diverse Anfragen zu dieser Petition erhalten, die auch unter dem Begriff Wechselmodell bekannt ist. Grundsätzlich ist es in dieser Gruppe so, dass wir unpolitisch sind und deshalb haben wir uns lange überlegt, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Außerdem war der Gruppengründer, den ihr alle kennt, Uwe Carsten, in London bei einem für diese Gruppe sehr zukunftsweisenden Treffen mit Facebook. Und dann hat das tolle Team aus Moderatoren und Administratoren, das die Gruppe im Hintergrund verwaltet, sich einfach viele Gedanken gemacht, wie man damit umgehen kann. Letztendlich haben wir uns alle zusammen dafür entschieden, dass wir euch über dieses Thema informieren wollen. Da es für viele Väter einfach eine große Bedeutung hat und zu diesem Thema auch schon diverse Diskussionen in den Gruppen geführt wurden. Wir haben deshalb Kontakt mit den Initiatoren der Petition aufgenommen und wollen nun gemeinsam mit dem Sprecher der Gruppe, Markus Witt, das Thema einmal von allen Seiten aus beleuchten. Und dabei kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt diese bitte in die Kommentare. Ich kann die hier sehen. Und am Ende des Interviews werden wir versuchen, so viele Fragen wie möglich noch zu beantworten. Herr Witt, schönen guten Abend. Sie sind einer der Sprecher der Projektgruppe Doppelresidenz hier bei Facebook. Ich schlage vor, dass Sie sich erst einmal vorstellen. Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute Abend hier das Interview führen können. Ja, mein Name ist Markus Witt. Ich bin gemeinsam mit Cornelia Spachtholz, der Vorsitzenden vom Verband berufstätiger Mütter, Sprecher der Projektgruppe Doppelresidenz oder des Bündnisses Doppelresidenz.org. Wir haben uns dort zusammengefunden, um das Thema Wechselmodell, was wir Doppelresidenz nennen, warum erkläre ich später noch, einfach zu fördern, nach vorne zu bringen, für eine gemeinsame Verantwortung von Müttern und Vätern, aber es nicht nur aus einer Ecke betrachten wollten. Das Thema geht letztendlich die ganze Familie an. Und es ist immer schwierig, wenn man auf einem Auge blind ist. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen hier über dieses Thema Doppelresidenz.org die Familie als Gesamtes mit im Blick. Wir haben zum Beispiel auch die Bundesinitiative Großeltern mit an Bord oder die ABC-Kindesvertretung, was auch in den Diskussionen immer wieder mit nach vorne bringt. Ich selbst bin auch noch Bundesvorstand im Väteraufbruch für Kinder, mache dort überwiegend das Thema politische und Öffentlichkeitsarbeit und versuche hier halt auch in der Außenwirkung darzustellen, dass auch Väter in der Familie eine wichtige Rolle haben. Und zwar nicht nur, wie wir es vielleicht aus der Vergangenheit kennen, fürs Geld verdienen, sondern tatsächlich auch einen eigenen Platz in der Familie für die Kinder haben. In der Erziehung, in den Werten, in den Fähigkeiten, in den Einstellungen, die wir Kindern mitgeben können, was immer noch zu wenig gesehen wird. Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ja auch ein Grund, warum es unsere Gruppe gibt. Sie haben mit Ihrem Verein Väter im Aufbruch für Kinder e.V. und weiteren Organisationen jetzt den Versuch unternommen, eine Petition in den Bundestag einzubringen. Das finde ich ist durchaus ein mutiger Schritt. Was hat Sie denn dazu veranlasst und worum geht es in der Petition genau? Veranlasst hat uns dazu, dass in den letzten Jahrzehnten sich eigentlich im Familienrecht so gut wie gar nichts bewegt hat. Wenn, dann gab es höchstens mal ein paar Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die gesagt haben, hier sind wirklich Grenzen erreicht. Aber die Politik selber hat bisher zu wenig für Mütter und für Väter unternommen. Und gerade halt nach einer Trennung, das ist ein hochemotionales Thema und deswegen geht es von Legislaturperiode zu Legislaturperiode immer weiter, ohne dass wir tatsächlich Verbesserungen haben. Den Verein Väteraufbruch für Kinder gibt es jetzt seit 30 Jahren und wir hatten im letzten Dezember gerade unsere 30-Jahr-Feier und haben dort auch mal so in die Gründungserklärung geschaut. Die Forderungen sind eigentlich immer noch dieselben, wie sie vor 30 Jahren waren. Deswegen haben wir diese Petition an den Start gebracht, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein zeitgemäßes Familienrecht. Das ist eine der Überschriften dazu. Unser Familienrecht steht heute noch in den Grundzügen auf den Strukturen, die wir vor über 100 Jahren hatten.
glaube ich, verraten, nicht zu viel zu erzählen, dass sich die Rolle von Vätern deutlich verändert hat, aber auch die Rolle von Müttern. Das heißt, dass Familie heute völlig anders gelebt wird, als wir es noch zu den Zeiten hatten, wo das Familienrecht geschaffen wurde. Und auch die Weiterentwicklung, die homöopathischen Weiterentwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, passen einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Dieses Thema, einer betreut, einer zahlt, wird von den wenigsten Eltern so gelebt. Beide betreuen, beide arbeiten, beide kümmern sich gemeinsam um ihre Kinder. Und das sollte sich auch im Recht wiederfinden. Diese Petition soll einen Anstoß geben, hier einfach der Politik auch zu sagen, wir wollen unser Familienleben so gestalten können, wie es die Eltern sich wünschen. Und nicht nur die, sondern auch die Großeltern, auch durchaus Menschen, die noch Eltern werden wollen, die auch das Bedürfnis haben, nach einer gleichverantwortlichen, gleichberechtigten Elternschaft für ihre Kinder. Gerade die, die aber noch nicht Eltern sind und es werden wollen, haben den Wunsch und können es dann, wenn sie Eltern sind, zu selten umsetzen. Das gilt auch schon, wenn sie zusammenlebend sind. Deswegen beziehen wir uns nicht nur auf das Thema Trennung, auch wenn es schon ein sehr starker Punkt auch in dieser Petition ist, weil selbst wenn die Eltern zusammenlebend gleichberechtigt, gleichverantwortlich gelebt haben, das Familienrecht, was wir im Moment haben, zwingt diese Eltern immer noch in eine Rolle rückwärts, Familienmodelle, die vor 50, 60 Jahren zeitgemäß gewesen sein mögen, heute aber hinten und vorne nicht mehr passen. Ja, mit den alten Modellen meinen Sie wahrscheinlich das Residenzmodell. Was hat es damit auf sich, dass ja das, was jetzt aktuell noch gilt? Genau, das Residenzmodell sagt ja, das Kind lebt bei einem und besucht den anderen. Selbst wenn wir heute schon uns normale Betreuungsmodelle angucken, da sind die Kinder von Donnerstag bis Montag oder Donnerstag bis Dienstag alle 14 Tage beim Vater, die leben ja dort auch. Hier muss man vielleicht mal einen Blick zurück wagen. Wo kommt dieses Residenzmodell eigentlich her? Hat man da mal geschaut, wie es den Kindern geht? Gehen wir 50, 60 Jahre zurück in der Zeit, stellen wir fest, da war es klassisch so, die Mutter war zu Hause am Herd, hat sich um die Kinder gekümmert und der Vater, der war arbeiten. Und zwar nicht, so wie wir das heute haben, 35 Stunden, sondern es waren 50 Stunden oder teilweise noch mehr. Der hat dann kaum Zeit gehabt, sich um seine Kinder zu kümmern. Da waren sehr klare Aufgabenteilungen, die die Berufswelt vorgegeben hat. Und wenn die Eltern sich getrennt haben, hat der Vater sowieso meistens nur am Wochenende mal Zeit gehabt. Also alle 14 Tage am Wochenende hat er seine Kinder gesehen. Ja. Zu der Zeit hat niemand gefragt, wie geht es den Kindern dabei? So, weil es gar nicht anders möglich gewesen wäre. Mittlerweile, so seit den 70er, 80er Jahren, gibt es eine immer umfangreichere Forschung dazu, wie geht es Kindern dabei. Gleichzeitig haben sich aber auch die Wertevorstellungen von Familie, von Müttern und Vätern verändert. Mütter sind stärker in der Berufswelt integriert, wollen dort auch sich stärker engagieren, nicht nur auf das Thema Mutterrolle reduziert werden. Gleichzeitig haben Väter auch das Bedürfnis, sich stärker um ihre Kinder zu kümmern, auch in der Familie zu engagieren, auch im Haushalt und Ähnlichem. Das muss man jetzt irgendwo übereinander bringen. Das Recht kann das zurzeit noch nicht. So, und deswegen sagen wir, wir wollen die Doppelresidenz eigentlich von Anfang an, also das ist auch von unserem Kooperationspartner im Verband Berufstätiger Mütter, die sagen Vereinbarkeit für Mütter und Väter von Anfang an und im gesamten Lebensverlauf. Das ist eine sehr schöne Beschreibung des Ganzen. Weil Elternschaft beginnt natürlich kurz vor der Geburt schon, die gemeinsame Verantwortung, geht dann weiter und sollte aber genau in dem Sinne auch nach einer Trennung fortbestehen. Das ist schwierig zu verstehen, warum wir zum Beispiel das Thema Förderung der Erziehungszeit von Vätern haben und man auch sagt, Väter, bringt euch dort ein, wenn man ihnen nach einer Trennung aber das Thema Familienleben und Engagement auch nimmt. Auch Mütter sind davon nicht immer so glücklich, wenn sie auf einmal die gesamte Erziehungsleistung und Aufgabe alleine stemmen müssen. Deswegen nach der Trennung Kindern zwei zu Hause geben. Das ist unser Claim, den wir auch bei Doppelresidenz.org haben, dass die Kinder tatsächlich bei beiden Eltern zu Hause sein können, mit beiden Eltern aufwachsen, am besten friedlich und einvernehmlich. Das sollte man allen Kindern bei jeder Trennung wünschen, auch bei zusammenlebenden Eltern. Es geht aber notfalls auch anders, weil Eltern es nicht immer hinbekommen. Auch dafür muss es Lösungen geben. Da kommen wir vielleicht später noch ein Stück zu. Auf jeden Fall.
Ich will mal kurz hier auf die Kommentare eingehen, die wir schon haben. Also erstmal toll, dass so viele zugucken. Da sind wir schon von den Zahlen her, finde ich das ganz toll. Da ist zum Beispiel Daniel Elschner, der sagt, es wird davon ausgegangen, dass bei einer Trennung das Kind bei der Mutter bleibt. Warum? Wo bleibt die Gleichberechtigung der Väter? Dazu kommt auch Joanna Jax, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Das verstehe ich auch nicht, warum Mütter immer mehr Rechte als der Vater haben. So offensichtlich muss man es interpretieren. Peter Hinskowski sagt, ich muss die Mutter überreden, regelmäßig ihre Kids sehen zu wollen. Sie ist 37, die Jungs 7, 13 und 14. Es geht immer auch andersrum. Ja, ich habe mich durchgesetzt, habe ihr gesagt, nur weil sie mich nicht möchte, werde ich die Kids nicht verlassen. Also auch hier in der Gruppe ist es ganz offensichtlich so, dass viele dieses Modell durchaus bevorzugen. Ich finde auch, dass das Modell sehr modern klingt, aber warum ist denn dann eine Petition notwendig? Gibt es etwa Widerstände aus der Politik? Widerstände ist untertrieben. Wir haben hier ein sehr starkes Beharren an den bestehenden Strukturen. Woher es kommt, schwer nachzuvollziehen. Trotzdem ist es so, dass fast alle Parteien im Bundestag sagen, wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Obwohl auch Befragungen aus Familienministerium und von anderen Instituten immer wieder ergeben, die Menschen wollen eine Änderung haben. Das heißt, diese Petition soll hier tatsächlich auch den Menschen, den Eltern, eine Stimme geben und der Politik ein deutliches Zeichen setzen, wir wollen eine Änderung, wir wollen ein zeitgemäßes Familienrecht, wir wollen, dass ihr in der Politik uns den Rahmen gebt, den wir brauchen, um unser Familienleben leben zu können. Geht, wie gesagt, an einigen Stellen auch noch darüber hinaus. Nehmen wir das Thema Ehegattensplitting, was ein Rollenmodell verfestigt, was heute in der Menge nicht mehr so unbedingt gewünscht ist. Und hier hängt unheimlich viel im Argen. Wir haben seit Jahrzehnten kaum tatsächliche Änderungen. Und wir sind vielleicht auch an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr darum geht, jetzt zum Beispiel die Doppelresidenz zu regeln oder das Thema Unterhalt zu regeln, sondern wir brauchen tatsächlich ein neues Familienrecht, was viel, viel weiter auch noch geht, weil man kann es vielleicht mit dem Haus vergleichen. Man baut das Haus hin, nach ein paar Jahren bröckelt die Farbe ein bisschen, wenn man nichts macht, dann platzt irgendwann der Putz ab. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass man einen Sanierungsfall hat. Ja. Wir sind mindestens beim Sanierungsfall und müssen überlegen, ob eine Grundsanierung noch möglich ist oder ob vielleicht ein kompletter Abriss erforderlich ist, um was Neues aufzubauen. Ich sitze hier in Berlin, bitte jetzt nicht mit dem Berliner Flughafen verwechseln, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber die Situation ist vielleicht rübergekommen. Wir reden also nicht davon, dass man eine Kleinigkeit ändern muss. Dieser Grundsatz, nach einer Trennung hat das Kind einen Elternteil, einen alleinerziehenden Elternteil, der passt nicht mehr. Vielleicht auch mal die Frage an alle, die hier mit zuhören, wenn es einen alleinerziehenden Elternteil gibt, wie heißt denn der andere Elternteil? Ganz viel Ruhe, das ist auch in Ordnung, weil es gibt gar keinen Begriff dafür. Und alle, die hier in der Runde sind, können sich fragen, ob sie auch ihr Kind mit erziehen, falls sie getrennt sein sollten, oder auch zusammenlebend. Hier haben wir einfach das Thema, dass die Erziehungsleistung per Gesetz erstmal nur einem Elternteil zugeschrieben wird. Das ist weder fair noch angemessen und wenn man Kinder befragen würde, werden die mit Sicherheit auch sagen, dass sie sowohl von Mama als auch von Papa was mitnehmen. Und da was haben. Das heißt, wir erziehen beide, Mütter und Väter. Und das sollte auch als Grundsatz dort mit reinkommen. So simpel, wie das hier auch klingt, so einleuchtend, wie das auch ist, das fehlt bis heute. Wir haben, wie gesagt, rechtlich immer nur einen Elternteil. Und vielleicht zum Thema alleinerziehend, es gibt einen Begriff im Recht, der das Pendant dazu ist, für den anderen Elternteil, der nicht alleinerziehend ist, nämlich alleinstehend. Das Kind findet dort in der rechtlichen Betrachtung eigentlich gar keinen Platz mehr. Deswegen sagen wir auch, und auch das ist ein Thema im Rahmen der Petition, wir brauchen eigentlich ein getrennt erziehend oder ein gemeinsam erziehend für die Fälle, wo zwei Elternteile vorhanden sind, wo darauf hingearbeitet werden sollte, dass die Betreuung durch beide Elternteile gefördert wird. Und diejenigen, die tatsächlich alleinerziehend sind, wo also ein Elternteil verstorben ist, weil sich einer tatsächlich nicht kümmern kann oder möchte, dass die noch anders gefördert werden, weil die auch Unterstützung nötig haben. Und da muss man differenzieren.
Wir haben heute die Situation, dass selbst wenn ein Paar, das getrennt ist, die Kinder im Wechselmodell betreut oder in einer Doppelresidenz zu 50-50, zu genau gleichen Teilen, trotzdem einer weiterhin alleinerziehend ist. Muss man sich nur mal vor Augen führen. Ja, ich kann hier auch nur mal den einen Kommentar gerade nochmal wiedergeben. Jetzt ist der Name gerade weggerutscht. Ich glaube, Peter war es, der auch geschrieben hat, wenn er nur hört, alleinerziehend, da dreht sich ihm schon der Magen um. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ihr habt diese Petition gemacht, aber zusätzlich gibt es nächste Woche, heute in einer Woche, noch eine Diskussion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz im Bundestag. Und da wird es eine öffentliche Anhörung mit Sachverständigen geben. Da gibt es Anträge von der FDP und von den Linken. Die FDP hat sich wohl für das Wechselmodell ausgesprochen und argumentiert damit, dass das gesellschaftliche Rollenverständnis von Vater und Mutter in einem erheblichen Wandel ist, was man unter anderem daran sehen könne, dass hier in Deutschland inzwischen jeder dritte Vater Elternzeit nimmt. Außerdem verweist sie natürlich auch noch auf die anderen europäischen Länder, die bereits das Wechselmodell gesetzlich als vorzugswürdig eingeführt haben. Die Linke ist gegen das Wechselmodell. Die Linke bezieht sich dabei auf die Stellungnahmen des Verbandes Alleinerziehende Mütter und Väter, des Kinderschutzbundes und der Deutschen Liga für das Kind, die sich gegen das Wechselmodell ausgesprochen haben. Das sind ja jetzt auch nicht die allerkleinsten Verbände, aber warum sind die denn dagegen? Da sollte man die vielleicht mal fragen. Wir können aber mal ein Stückchen zurückgucken in der Geschichte. Und zwar, wenn wir ins Jahr 2010 gehen, bis 2013, da war die Frage, ob bei getrennten Eltern das gemeinsame Sorgerecht auch für den Vater möglich sein soll, wenn die Eltern nicht verheiratet waren. Genau diese Akteure, die hier genannt wurden, sind damals angetreten und haben gesagt, nein, das gemeinsame Sorgerecht funktioniert auf gar keinen Fall und das kann gar nicht sein. Ich stelle ganz offen die Frage auch in den Raum, ob das immer mit dem Kind begründet war und dem Wohlergehen des Kindes. Das kann man eventuell nochmal an anderer Stelle diskutieren. Was man auf jeden Fall sagen muss, die Bedenken, die damals geäußert wurden, haben sich allesamt nicht erfüllt. Wir haben keine angestiegenen Verfahrenszahlen, was das Thema Sorgerecht angeht. Wir haben weit über 90%, ich glaube 96% der Eltern, die auch nach einer Trennung das gemeinsame Sorgerecht ausüben. Es funktioniert, die Eltern können das und es gab im letzten Jahr gerade Unterrichtung an den Deutschen Bundestag, wo es wissenschaftlich evaluiert wurde und durch die Bank weg wurde gesagt, ja, es funktioniert, das ist gut, dass das so gemacht wurde, wir können damit auch im Rechtsalltag sehr gut arbeiten und die Eltern kommen damit deutlich besser zurecht, als die Kritiker es befürchtet haben. Wir erleben es heute, dass dieselben Argumente, die damals vorgebracht wurden, heute wieder aus der Schublade geholt werden. Das heißt, wir haben dieselbe Diskussion noch einmal. Und man muss hier vielleicht einfach mal schauen, es gab einen schönen Kommentar, den Manuela Schwesig, unsere ehemalige Familienministerin, mal gebracht hat. Es geht um Geld, Macht und Einfluss. Und das gibt keiner gerne ab. Sie hat das gesagt im Zusammenhang mit dem Thema Führungspositionen, Aufsichtsräten, Vorständen und Ähnlichem. Das Gleiche gilt aber auch in der Familie. Es geht um Geld, Macht und Einfluss über das Thema Kind. Und das sind Motivatoren, die dort im Raum stehen, die einfach nicht passen. Ich habe es bei einer Veranstaltung in München gehabt, wo eine der Organisationen, die ja als Gegner des Wechselmodells genannt wurden, dort ein Vorstandsmitglied auch gesagt hat, also über das Wechselmodell wird gar nicht gesprochen, bis das Thema Geld nicht geregelt ist. Fand ich eine sehr klare Aussage, das ist auch in Ordnung, darüber muss man auch reden. Das hat aber dann nichts mit dem Kindeswohl zu tun. Wenn man hier einfach auch mal schaut, mit welchen Begründungen dort gearbeitet wird, die vielen Wechsel belasten die Kinder. Das ist das allerschwächste Argument überhaupt, weil, auch wenn man bei uns auf die Seite Doppelresidenz.org geht und dort unter dem Punkt Warum Doppelresidenz mal nachschaut, wird man erkennen, dass im Wechselmodell tendenziell weniger oder sogar deutlich weniger Wechsel stattfinden als im Residenzmodell mit erweitertem Umgang. Das heißt, das Argument verfängt schon mal nicht. Dann kommen wieder so eine Sachen wie, die Kinder sind zu belastet, wenn die Eltern sich nicht einig sind, wenn die Eltern streiten. Das stimmt, das geht aber in jedem Betreuungsmodell. Und es gibt Auswertungen aus den USA von rund 60 Studien, die ganz klar ergeben haben, dass Kinder belastet sind,
aber sie sind deutlich weniger belastet in einer Doppelresidenz. Also auch das haben wir nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Thema bei dem Antrag der Linken, wenn man sich genau durchguckt. Wir haben bei uns auf der Homepage auch eine Stellungnahme dazu verfasst. Es wird dort überwiegend eine Studie genannt. Das ist die Studie, die weltweit am besten widerlegt wurde, weil sie sich auf eine sehr spezielle Zielgruppe nur bezog und deswegen auf wissenschaftlichen Kriterien für die Aussage, die daraus getroffen wurde, nicht standhält. Die Aussagen. Welche Studie ist das? Das ist die Studie von McIntosh. McIntosh, ja. Da hat man herausgefunden, Kindern geht es schlecht im Wechselmodell, wenn die Eltern streiten. Da wurde aber nur das Wechselmodell untersucht. Und ja, das sagen wir auch, wenn gestritten wird, geht es Kindern schlecht. Es gab aber keine Vergleichsgruppe zum Residenzmodell. Die gibt es wieder in anderen Studien. Und da ergibt sich dann sehr klar, dass es den Kindern in der Doppelresidenz weniger schlecht geht, wenn die Eltern intensiv streiten, als im Residenzmodell. Gut geht es den Kindern, wenn die Eltern sich vertragen. Und auch das ist zum Beispiel so ein Thema, was wir in Australien und anderen Ländern immer wieder beobachten. In der Doppelresidenz legt sich der Streit der Eltern deutlich schneller und auch nachhaltiger. Und das sind Erkenntnisse, die wir in mehreren Ländern mittlerweile kennen. Und auch deswegen setzen wir uns dafür ein. Warum passiert das? Die Eltern haben Augenhöhe. Den Eltern werden Motivatoren genommen, um die Kinder zu streiten, was nichts dann mit den Kindern zu tun hat, sondern das sind in der Regel Elternegoismen. Und deswegen müssen wir das Thema auch an mehreren Stellen anpacken, um diese Streitmotivatoren einfach wegzubekommen und den Eltern wieder eine Chance zu geben, einen Blick auf ihre Kinder ausrichten zu können. In der Politik ist das, wie gesagt, noch nicht angekommen. Wir haben immer wieder dieselben Argumentationen, die kommen. Wie gesagt, das sind auch Themen bei Streit oder wenn die Eltern 500 Kilometer auseinander wohnen, da muss man sich nicht drüber unterhalten, da funktioniert das nicht oder nur in der extrem eingeschränkten Bedingung, vielleicht bei kleinen Kindern. Wo man aber nicht hinguckt, ist da, wo es funktioniert. Das heißt, die gesamte Diskussion, die wir eigentlich führen, geht vielleicht um 2% der Eltern, wo es nicht funktioniert, wo wahrscheinlich auch ein großer Konsens besteht, dass es dort nicht klappt. Aber was ist mit den anderen 98%, wo es möglich ist? Wobei auch da muss ich einschränken, weil wir haben 70-75% der Eltern, die einvernehmlich eine Regelung treffen. Das stimmt, ja. Die das also hinkriegen. Alle, die hier damit dabei sind, die das selber hingekriegt haben, wunderbar, großes Lob. Ihr habt euren Kindern damit einen großen Gefallen getan, weil ihr ihnen Streit erspart habt. Es muss aber auch Regelungen geben für die restlichen 25% dieser Eltern, die sich nicht einigen können. Und da braucht es den Gesetzgeber, der einen Rahmen vorgibt. Momentan haben wir es, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, die Mutter hat das Kind und der Vater muss betteln und kriechen, damit er auch ein bisschen Zeit abbekommt. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung der Kommentare, die Sie eben vorgelesen haben. Ja. Und mit der Frage, warum? Das ist so eine schöne kindliche Frage. Warum muss der Vater es erst beweisen? Und die Mutter hat es sozusagen qua Geschlecht mitgegeben. Beide Eltern können erziehen, beide Eltern geben ihrem Kind was mit und darum geht es auch. Diese Augenhöhe wiederherzustellen, das nimmt Streit und das spricht, glaube ich, auch dem, was so unwichtige Regelungen wie das Grundgesetz zum Beispiel mit vorgeben, nämlich dass beide Eltern auch gleich sind und der Gesetzgeber nach Artikel 3 Grundgesetz auch auf die Beseitigung von Nachteilen hinzuwirken hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier gerade noch einen Beitrag gesehen von El Jefe wahrscheinlich, so wird er ausgesprochen werden. Unsere Rechtsprechung sollte mal so langsam, aber sicher überdacht werden. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass es den Beschluss vom BGH gibt aus dem Jahr 2017, dass im Prinzip das Wechselmodell durchaus zu bevorzugen ist. Warum hinkt die Politik denn dann immer noch danach? Das ist eine gute Frage. Das sind aber wieder das Thema Motivationen. Dieses Festhalten und Beharren an dem, was ist. Ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Das Thema Alleinerziehend, so wie es momentan ausgestaltet ist rechtlich, ist vielleicht manchmal gar nicht so schlimm. Das heißt, da betreut der Vater zu 40% mit. Man hat also auch 40% Freizeit, wird vom Staat noch als Alleinerziehend anerkannt und hat noch Einfluss und Macht über das Kind. Ich überspitze es jetzt vielleicht auch ein kleines bisschen. Da wird sehr stark dran gearbeitet.
Wenn man jetzt mal guckt, wo das Thema Wahrnehmung der Interessen von Männern, von Vätern politisch ist, haben wir das eigentlich im politischen Diskurs so gut wie gar nicht. Wir haben ganz viel oder fast ausschließlich das Thema Gleichberechtigung in Bezug auf Frauen, wo es durchaus immer noch Nachholbedarf gibt, aber wir haben keine Diskussion darüber, wo denn Bedürfnisse, Rechte, möglicherweise auch Diskriminierungen von Männern, von Vätern sind. Dieses findet nicht statt. Da müssen wir hin zu einem offenen Diskurs, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen. Und ich habe im Spiegelbericht einmal wunderbar gelesen, da ging es darum, dass vielleicht die moderne Form des Feminismus der Humanismus wäre. Das heißt, wir brauchen das weder von Seiten der Frauen noch von Seiten der Männern, sondern wir brauchen es auf die Menschen bezogen und die Akzeptanz, dass beide eigene Rechte, eigene Bedürfnisse haben, die auch gesehen werden. Hier brauchen wir aber, wie gesagt, einen gesellschaftlichen Diskurs, der in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Und deswegen haben wir uns bei doppresidenz.org auch entschieden, uns nicht diesem Geschlechterkampf anzuschließen, Männer gegen Frauen oder ähnliches, sondern es gemeinsam zu tun. Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Wir sind Eltern. Eltern sind wir nur durch unsere Kinder. Das wird uns immer verbinden. Da haben wir gemeinsam auch immer eine Verantwortung, selbst wenn wir als Paar getrennt sind. Wie ist denn aktuell Ihr Empfinden dazu? Das ist vielleicht auch eine subjektive Frage über die Rolle der Väter und Mütter. Das Rollenverständnis, hat sich das gewandelt? Das hat sich deutlich gewandelt. Also wie gesagt, wir sehen auch immer wieder in Studien, in Befragungen, dass die Väter sich mehr Zeit für Familie wünschen. Es gab eine Befragung vom Bundesfamilienministerium, Gleichstellungsperspektiven von Vätern oder von Männern. Der größte Wunsch, den Männer hatten, war, also nicht nur Väter, der größte Wunsch war, dass sie auch nach einer Trennung die gleichen Rechte wie die Mütter in Bezug auf das Thema Elternschaft haben. Der wichtigste Wunsch. Der drittwichtigste Wunsch war übrigens schon, dass Frauen mehr Anerkennung auch für ihre Arbeit in der Familie bekommen. Das heißt, Männer sind dort sehr gleichstellungs- und gleichberechtigungsorientiert. Bei den Frauen und Müttern haben wir auch seit vielen Jahren, Jahrzehnten, den Wunsch, sich stärker in der Berufswelt zu engagieren. Da passiert schon etwas, da gibt es Fortschritte, auch wenn wir da immer noch zu tun haben. Ich war letztens bei einer Veranstaltung, da ging es in Vorbereitung zum Familienbericht der Bundesregierung. Es geht um das Thema Familienleitbilder, der wird 2020 kommen. Und da gab es eine Befragung vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, genau zu der Frage, die Sie mir gestellt haben. Wie sehen die Menschen das? Da kam sehr stark raus, dass dieses Thema der gemeinsamen elterlichen Verantwortung, auch der familiären Verantwortung, bei den Menschen sehr stark ausgeprägt ist. Wenn aber die Frage gestellt wurde, was glaubt ihr denn, was von euch erwartet wird von der Gesellschaft, dann war da ein Riesengap dazwischen. Nämlich, dass die Menschen oftmals dachten, naja, von uns wird ja erwartet, ich als Mann, als Vater muss die Familie versorgen und arbeiten gehen. Und ich als Mutter, von mir wird erwartet, ich muss ja zu Hause sein und mich um die Kinder kümmern. Und dann machen wir das vielleicht auch einfach so, weil es von uns so erwartet wird, weil das auch durchaus gefördert wird an einigen Stellen noch politisch. Und man möchte ja jetzt nicht irgendwo als Außenseiter dastehen. Das heißt, das ist eins der besten Argumente auch für die Politik, hier über ein Leitbild Doppelresidenz nachzudenken, was andere politische Initiativen, wie zum Beispiel das Elterngeld Plus unterstützt, um den Menschen auch einfach den Druck zu nehmen, dass sie etwas leben müssen, was sie selber nicht wollen. Und vom Institut Allensbach gab es 2017 eine Befragung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Da hat man herausgefunden, dass der weitaus größte Teil der Eltern mit den Betreuungsmodellen, die sie heute leben, nicht zufrieden sind. Wir haben noch eine andere Zahl, die da drinne war, nämlich 93%. So zufrieden oder sehr zufrieden waren die Eltern, die heute bereits die Doppelresidenz leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die, die das heute schon tun, sind super zufrieden damit, selbst wenn sie am Anfang vielleicht nicht so begeistert waren. Das kam dabei auch raus. Und 15% der Eltern leben es heute schon, auch wenn es rechtlich noch nicht geregelt ist. Aber unsere Rechtsprechung hängt da noch hinterher. Und wenn es in Ordnung ist, mache ich gleich den kleinen Schwenk zur Rechtsprechung. Ja. Wir
erleben immer wieder, dass die Gerichte massiv am Residenzmodell festhalten, mit Begründungen, die teilweise nicht mehr nachvollziehbar sind. Da gibt es Entscheidungen, wo es heißt, innerhalb Berlins, innerhalb eines Stadtbezirkes, dass die Entfernung zwischen den Eltern zu groß ist und deswegen eine Doppelresidenz nicht funktioniert. Deswegen eine gleichmäßige Beteiligung von 7 Tagen zu 7 Tagen nicht möglich ist. Selbst das als wahr unterstellt, wäre noch die Frage, warum dasselbe Gericht dann eine Betreuung 8 Tage zu 6 Tage anordnet, weil das Kind muss ja denn den weiten Weg auch zurücklegen. Hier muss man also nur ein klein wenig Menschenverstand einschalten, um zu sagen, das passt nicht, was dort ist. Wir haben ein wahnsinniges Beharren. Wir haben mittlerweile die ersten Gerichte, die im Wesentlichen auf diese BGH-Entscheidung pfeifen und sagen, das ist uns egal. Wenn ein Elternteil sagt, er möchte es nicht, dann werden wir das nicht tun. Das heißt, dieses Vetorecht, was der Bundesgerichtshof eindeutig als nicht verfassungskonform gebrandmarkt hat, wird durch die Hintertür jetzt wieder eingeführt. Auch hier muss sehr deutlich der Gesetzgeber einfach Zeichen setzen. Bei der gemeinsamen Sorge hat es funktioniert. Da redet heute kaum noch jemand, weil es funktioniert, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo die Gerichte tätig werden müssen. Und wir werden diesen Wandel weder gesellschaftlich und noch viel weniger in der Rechtsprechung hinbekommen, wenn wir hier nicht ein klares Zeichen setzen. Das ist auch ein Thema von den Gegnern, die heute sagen, wir stellen mal alle Betreuungsmodelle nebeneinander, weil es muss ja immer Abweichungen geben. Ja. Es wird immer Abweichungen geben, das sehen wir auch so. Und auch in dem, was wir als Leitbild definieren, gibt es immer Abweichungen. Das heißt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wo ganz viel mit Angst agiert wird, und das heißt, dann werden ja alle dazu gezwungen, dass jeder das leben muss, auch wenn er es nicht möchte. Nein, das ist nicht richtig. Es geht hier nur darum, solange es dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. So, das sind auch schon Formulierungen, die aus der UN-Kinderrechtskonvention zum Beispiel kommen, weil auch die Kinder eigene Rechte haben. Deswegen, in Fällen, wo Gewalt mit bei ist, wo vielleicht ein Elternteil nicht in der Lage ist, sich auf das Kind einzustellen, wo eine Betreuung durch beide Eltern dem Kind nicht gut tun würde, aufgrund dann nachgewiesener Fakten. Da wird es immer Abweichungen geben, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und deswegen kann ich nur einen Appell geben an die Gegner des Ganzen. Lasst uns sachlich und vernünftig diskutieren, nicht mit Angst, sondern so, dass wir vernünftige Lösungen für unsere Kinder finden. Dann werden wir sehr schnell feststellen, dass die Doppelresidenz in verdammt vielen Fällen funktioniert. Wir können uns das in anderen Ländern anschauen. Und wenn es immer heißt, die Studien, die aus anderen Ländern sind, sind ja nicht übertragbar, dann muss ich mir durchaus die Frage stellen, ob Kinder in Dänemark, Österreich, Belgien, Frankreich, Australien oder auch in Amerika so ganz, ganz anders sind als unsere. Und in allen Ländern, wo diese Studien herkommen, können auch den gesamten skandinavischen Raum noch dazu nehmen, sind die Ergebnisse immer in derselben Richtung. Genau. Deshalb von mir nochmal die kurze Frage. Sie haben gerade Skandinavien, Australien und die anderen Länder. Wie ist es denn in den anderen EU-Staaten? Wie ist es da geregelt? Das ist unterschiedlich. Wir haben mittlerweile nahezu alle Staaten, wo das Thema der Doppelresidenz geregelt ist, zumindestens gesetzlich. Deutschland ist es gesetzlich noch nicht geregelt. Da fehlt es noch. Und Liechtenstein, die sind gerade mit am Arbeiten. Aber das ist jetzt Luxemburg, Entschuldigung. Ansonsten ist in allen Staaten geregelt. Wir haben zum Beispiel die Schweiz, Teile von Spanien, in Belgien, jetzt auch in Dänemark und Norwegen, wo es gesetzlich bevorzugt ist. In Belgien gibt es da die besten Erkenntnisse, weil das bereits seit 2006 der Fall ist. Okay. Da hat man auch festgestellt, dass es deutlich weniger Streit zwischen den Eltern gibt, dass es funktioniert. Und die haben ein ganz putziges System, wo man vielleicht auch mal hinschauen könnte. Vielleicht kennt jeder dieses Beispiel, der Kinder hat. Man hat 2 Kinder und einen Kuchen. Den soll man zwischen den beiden Kindern aufteilen. Sagt man, das geht ganz einfach. Du schneidest das Stück und der andere entscheidet, wer welches bekommt. Ähnlich machen es die Belgier auch. Die sagen, die Eltern haben einen Betreuungsplan vorzulegen. Jeder für sich. Und es wird dann dem Betreuungsplan stattgegeben, der die meiste Zeit mit dem anderen Elternteil vorsieht. Sofern
das dem Wohl des Kindes nicht widersprechen würde. Also auch die Prüfung ist immer da und die muss dann in dem Zweifelsfall auch immer da sein. In der Regel wissen die Eltern aber auch, der andere kann das auch, macht das vielleicht anders wie ich, aber vom Grundsatz her sind wir eigentlich dazu in der Lage. Da sollten wir auch mehr mit hinschauen. Wir suchen momentan bei uns im Recht immer noch den besseren Elternteil, was aber kein Kind interessiert, weil jeder Elternteil da auch den Kindern tatsächlich seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Liebe, seine eigene Begabung mitgeben kann. Und das sollte man einem Kind nicht nehmen. Die anderen Staaten haben es, wie gesagt, bereits geregelt. Sie haben durchweg gute Erfahrungen damit. Und es gibt ein Vorzeigeland in Schweden. Die haben das gar nicht so tiefgreifend geregelt, die Doppelresidenz. Warum? Weil bei denen ist das völlig normal und selbstverständlich. Wenn ich mich mit Leuten aus Schweden unterhalte und versuche, ihnen unser deutsches System zu erklären, wie wir hier leben, wie es nach einer Trennung aussieht, auch vorher schon, die verstehen mich nicht. Das liegt aber nicht an der Sprache, da finden wir schon Modus operandi, wie das funktioniert. Die haben ein ganz anderes Familienbild. Das heißt, dort ist es völlig normal, dass sich Eltern gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Dort ist es auch nach einer Trennung völlig normal, dass sich die Eltern gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Das geht dann dort weiter. Das ist ein gesellschaftliches Selbstverständnis, was bei uns in vielen Köpfen auch schon verankert ist, nur gesetzlich noch nicht entsprechend abgebildet wurde. Und in Schweden haben wir in einigen Altersklassen bereits über 50% der Kinder, die in der Doppelresidenz betreut werden. Warum nur 50%? Auch da zeigt sich, dass es natürlich immer Konstellationen gibt, wo es nicht funktioniert. Falls jemand zum Beispiel einen Job hat, wo er sehr viel beruflich unterwegs ist, eingespannt ist, vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, auch zu betreuen, schränkt es das ein. Wenn ein Elternteil, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht verziehen will oder verziehen muss, da eine entsprechende Entfernung drin ist. Trotzdem ist es dort auch völlig normal, dass beide Eltern betreuen. Und was ich mir für Deutschland wünschen würde, das wäre dieser Blick, den man in Skandinavien hat. Hier in Deutschland ist es so, nach einer Trennung wird in der Regel beim Vater nur gefragt, zahlt er? Wenn die Frage mit Ja beantwortet ist, dann ist er seiner Verpflichtung nachgekommen. Diese Betreuungsleistung, ich bringe nochmal das Thema Alleinerziehend in Erinnerung, diese Betreuungsleistung wird nicht gesehen. Der Vater wird im ersten Schritt nur auf das Thema Geld reduziert. In Skandinavien ist es so, wenn sich da jemand nicht um sein Kind kümmert, betreuungstechnisch, dann wird der schräg angesehen. Ich würde mir das auch für Deutschland wünschen, nämlich dass auch klar gesehen wird, der Vater bringt eine eigene Erziehungsleistung. Es ist auch seine Pflicht, die er seinem Kind gegenüber hat. Auch das sagt das Grundgesetz schon. Und dass diese Pflicht stärker eingefordert wird. Im Übrigen, das wünschen sich, wir sind ja auch relativ breit im Austausch, durchaus auch viele Alleinerziehende, die sagen, Mensch, wenn ich jetzt mal in meiner Funktion als Vorstand des Väteraufbruchs für Kinder spreche, Mensch, wir würden uns solche Väter wie euch wünschen, die uns auch im Alltag unterstützen, die uns nicht die ganze Erziehungsarbeit mit auflasten, weil das würde uns deutlich helfen. Das heißt, da ist schon ein deutlicher Druck mit da und der Bedarf, dass wir das auch tatsächlich jetzt endlich mal regeln, dass beide Eltern dieselben Chancen, aber auch dieselben Lasten tragen. Ja. Das ist sicherlich das gesellschaftliche Problem. Deshalb finde ich es auch immer gut, dass in den Gruppen, die ich so kenne, zum Thema da auch offen darüber diskutiert wird, dass eben gerade auch diese Väterrolle, dass wir Väter auch diese Rolle immer mehr einnehmen. Das ist das gesellschaftliche Problem, das wir haben. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt 39 Minuten etwa gesprochen, bevor wir gleich nochmal zu Fragen kommen, die gestellt werden können. Diese Petition, die Sie haben, dafür brauchen Sie ja auch Unterstützer. Wie kann man denn Ihre Petition unterstützen? Die Petition ist beim Deutschen Bundestag eingereicht worden. Es gibt ein E-Petitionsportal. Den Link dazu, der wird hier im Nachgang auch noch mit verteilt, beziehungsweise ist auf unserer Seite doppelresidenz.org mit drauf. Und die Petition 89358 ist beim Deutschen Bundestag. Wir haben mit den Unterschriften, die wir auch im Vorfeld schon ganz klassisch gesammelt haben, mittlerweile fast 15.000 Mitzeichner.
Und hier die Bitte an alle, die zuhören und auch noch weitere. Unterstützt uns. Wir wollen hier einfach ein Zeichen setzen. Wir wollen der Politik auch ganz klar das Signal geben. Es ist jetzt langsam genug. Wir wollen so nicht mehr weiter. Ihr habt bitte den Job zu tun, für den ihr gewählt wurdet. Ihr seid die Vertreter des Volkes und das Volk bittet euch was, fordert euch zu etwas auf. Und zu nichts Schlimmem, sondern nur dafür, dass ein Kind beide Eltern auch nach einer Trennung behält und dass unsere Gesetze daraufhin angepasst werden. Deswegen, alle, die zuhören, geht auf unsere Seite, zeichnet die Petition mit und vor allem verteilt es auch weiter an eure Kollegen, Bekannten, Eltern, Großeltern, alle, die im Umfeld sind. Jeder kennt jemanden, wo das Thema Trennung nicht so gut gelaufen ist. Viele kennen irgendwelche Leute oder auch Kinder, die darunter leiden unter der Trennung ihrer Eltern, weil es vielleicht nicht so gut lief. Das ist auch noch ein Punkt, der vielleicht nochmal erwähnt werden muss. Wir wollen nicht nur das Thema Doppelresidenz regeln. Wir wollen auch insgesamt, dass die Eltern unterstützt werden, dass den Eltern Hilfe an die Hand gegeben wird, wie sie es schaffen, nach einer Trennung Eltern zu werden. Das heißt, eine vernünftige, hochklassige Beratung, wo die Eltern dann nicht im Streit auseinandergehen, wahrscheinlich noch strittiger nach einer Gerichtsentscheidung, sondern eine Möglichkeit haben, dann wieder für ihre Kinder auch da zu sein. Momentan ist es so, dass unser Familienrecht extrem streitfördernd ist. Und auch das ist ein Thema, weswegen diese Petition mitgezeichnet werden soll. Ein belgischer Mediator hat es mal wunderbar gesagt, Kinder brauchen Frieden. Das, was uns das deutsche Familienrecht gibt, ist Krieg. Viel mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen, als Grund, auch diese Petition mitzuzeichnen. Das stimmt. Vielen Dank dafür. Ich habe gerade gehört, dass ich sehr leise zu verstehen bin. Ich rede jetzt einfach mal lauter, weil wir hier so langsam ans Ende kommen. Dirk Volkmann hat gerade vorgeschlagen, dass Sie am 13.02. auch mitsprechen sollten im Bundestag, vermute ich jetzt einfach mal, um das weiter zu interpretieren. Ich habe aber gesehen, unter den Sachverständigen, da sind Sie leider nicht eingeladen, obwohl es da einige gibt. Das ist durchaus ein Thema. Wir beschäftigen uns seit Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Doppelresidenz. Und das soll jetzt nicht überheblich klingen. Wir sind da, glaube ich, auch eine Instanz in Deutschland. Wir haben das größte Portal mit aufgebaut. Wir haben Veranstaltungen dazu gemacht. Wir sind die Einzigen, die diesen internationalen Forschungsstand in der Breite auch abbilden. Man kann hier durchaus die Frage stellen, warum wir dort nicht als Sachverständige mitgeladen wurden. Und wir sind mit den Abgeordneten auch immer wieder im Austausch, sofern man überhaupt mit uns spricht. Das ist eine Thematik, die durchaus auch zu hinterfragen ist. Man kann natürlich auch bei so einer Anhörung Sachverständige laden, die das Ergebnis bringen, das man gerne hören würde. Das andere ist, wenn wir selbst als Doppelresidenz-Org jetzt vielleicht nicht dabei wären, was mich schon wundert, natürlich auch die Frage, es heißt in Deutschland immer, das Thema Doppelresidenz ist ein Väterthema. Man kann diese neuen Sachverständigen sich einfach noch einmal angucken und fragen, wo denn für dieses Väterthema die Position der Väter vertreten wird. Das ist tatsächlich eine gute Frage. An keiner Stelle. Ja, ich habe mir vorhin die Sachverständigenliste durchgesehen, das stimmt. Die sind eigentlich gar nicht vertreten. Okay, ich würde sagen, im Hinblick darauf, dass jetzt sicherlich viele gleich dem Fußballspiel zugucken wollen, gehen wir nochmal auf ein paar Fragen ein. Ich habe mir aufgeschrieben den Andreas Bethke, der gemeint hat, dass es nicht einfach zu bekommen ist, das Wechselmodell, doch einfach bei der Petition mitzeichnen. Denn je mehr Leute das unterzeichnen, desto stärker wird auch die Stimme sein, die vielleicht schon am 13.02. in der Anhörung im Ausschuss dann verfügbar sein wird. Ansonsten habe ich hier ganz viel Zustimmung gesehen zum Wechselmodell. Einzelne Fragen konnte man jetzt hier nicht tatsächlich erkennen. Gibt es denn von jemandem noch Fragen an Herrn Witt? Herr Witt, nur einmal, wir sind bei ganz vielen Leuten, die uns einen Daumen hoch gegeben haben. Das ist sehr schön zu sehen. Auch gut, dass das mit dem Ton nur bei mir so ist, weil Sie haben deutlich mehr gesprochen als ich, was ja auch so richtig ist beim Interviewpartner. Das soll auch so sein. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich mich erstmal bei Ihnen bedanken, Herr Witt, dafür, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Gern geschehen. Danke für die Möglichkeit auch.
Und wie gesagt, ich hoffe, man kann auch den Dialog da fortsetzen, weil das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Appell. Wir sind dialogorientiert, weil wir halt auch sagen, man kann nur im gemeinsamen Austausch, gemeinsam am Tisch vernünftige Lösungen finden. Vernünftige Menschen finden vernünftige Lösungen. Und wie jetzt auch das Thema der Anhörung im Bundestag, der Auswahl der Sachverständigen und Ähnliches, das ist ein Thema, das einen breiten gesellschaftlichen Dialog braucht. Und das, was teilweise vorgebracht wird bei getrennten Eltern, die können ja nicht miteinander reden. Doch, die können, oftmals will nur einer nicht. Das erleben wir hier auch beim Thema Doppelresidenz in Deutschland. Und da vielleicht eine kleine Anekdote. Im November letzten Jahres war in Straßburg im Gebäude des Europarates eine Konferenz zur Doppelresidenz, eine internationale Konferenz mit Teilnehmern aus fast 40 Ländern. Und da haben, ich glaube, aus Kanada und aus Spanien auch Vertreter berichtet, dass die genau dasselbe erleben. Das heißt, die Gegner der Doppelresidenz lassen sich nicht auf Gespräche ein. Es geht um Kinder und wir sollten den Eltern doch wirklich vorleben, wie man es richtig macht, wie man miteinander redet. Ansonsten muss man sich durchaus die Frage gefallen lassen, geht es hier tatsächlich um die Sache oder vielleicht um ganz andere Themen? Deswegen, wir laden zum Austausch, zum Diskurs ein. Wir wollen uns auch mit den Gegnern an einen Tisch setzen, gucken, wo sind die Argumente, die durchaus an einigen Stellen berechtigt sein mögen. Zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam sprechen. Das nochmal als Appell. Okay, sehr gerne. Ich habe ja auch gerade gesehen von einer Katrin Naumann, die gesagt hat, dass es noch viel mehr Argumente gibt, die jetzt hier aufgrund der Kürze der Zeit nicht erörtert werden konnten. Das kann durchaus in der Diskussion hier unter noch weiter passieren. Ich glaube auch, Herr Witt, wenn er das Ganze am Ende hier sieht und nicht mehr live ist, wird er vielleicht sicherlich auch noch etwas dazu sagen können. Wir haben dann noch eine Nachfrage gehabt. Wie soll der Einzelfall überprüft werden, wenn es keine valide Methode gibt, das Kindeswohl zu prognostizieren? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist was wir auch heute schon haben. Ich mache es jetzt mal an dem Leitbild Doppelresidenz fest. Das heißt, man geht dorthin und sagt, grundsätzlich gehen wir erstmal davon aus, dass beide Eltern erziehungsfähig und am Wohlergehen ihrer Kinder interessiert sind und es darstellen können. Jetzt kommen Punkte und das sind Themen, die wir auch schon bei der gemeinsamen Sorge haben, wo man sagt, okay, es gibt möglicherweise Themen, wo das nicht möglich ist. Und hier geht es nicht darum, dass jetzt irgendwas für ein Müh besser ist, also 0,1% erziehungsfähiger oder ähnliches, sondern was schadet dem Kind? Das sind Dinge, mit denen Gerichte schon sehr gut umgehen können. Indem sie also tatsächlich dann sagen, das, was hier ein Elternteil oder auch beide veranstalten, wird dem Kind schaden. Das ist eine Prognoseentscheidung. Und Kindeswohl ist ein sogenannter undefinierter Rechtsbegriff. Das heißt, das ist nichts Absolutes. Ich kann an einigen Stellen sagen, das ist schwarz oder das ist weiß. Kindeswohl ist immer grau. Und hier geht es um eine Prognoseentscheidung. Und wenn man sagt, hier kann sich ein Elternteil oder auch beide nicht auf die Kinder einstellen, hier schadet jemand seinem Kind, dann haben wir diese Einzelfallentscheidung dann auch. Wie gesagt, wir reden hier von der Gesamtmenge vielleicht von 2-3% der Eltern, wo das tatsächlich zutrifft. Es ist ähnlich wie bei der gemeinsamen Sorge. Es wird vielleicht ein paar mehr Fälle geben, wo es nicht funktioniert, weil wir hier teilweise das Thema Distanz noch mit bei haben. Ja. Das, was aber immer wieder ins Feld geführt wird, dieses Thema Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel oder Kooperationsfähigkeit der Eltern, das ist nicht unbedingt ein ausschlaggebender Faktor. Zum einen haben wir heute es ganz häufig, dass genau mit der Argumentation versucht wird, von demjenigen, der das Kind bei sich hat, eine Doppelresidenz zu verhindern. Müsste man sich fragen, Moment, derjenige, der das Kind hat und nicht kommunizieren kann oder vielleicht nicht fähig ist, ist das derjenige, der seinem Kind vernünftig den Weg in die Zukunft ebnen kann? Die Frage wird heute aber nicht gestellt. Und selbst wenn es zwischen Eltern tatsächlich schwierig ist, dann geht es darum, für diese Eltern Lösungen zu finden, die sie ausfüllen können. Das heißt, wenn die sich nicht vernünftig gemeinsam an einen Tisch setzen wollen, Kaffee trinken und gemeinsam Händchen halten, die Zukunft ihrer Kinder besprechen, das muss auch nicht bei jedem sein, dann kann man auch andere Lösungen finden, dass die Kinder zum Beispiel über die Kita oder über die Schule wechseln. Da müssen sich die Eltern nicht unbedingt persönlich begegnen. Die Eltern können per WhatsApp, per E-Mail, per allen möglichen Kommunikationsmedien, die wir heute haben,
sich austauschen auf schriftlichem Wege. Auch das funktioniert. Das sind auch Dinge, die heute schon in Beratungen gemacht werden, sogenannte parallele Elternschaft, wenn die Eltern nicht zu mehr in der Lage sein sollten. Dann ist auch das eine Möglichkeit, das zu schaffen in dem Moment. Das ist aber unabhängig an sich von der Doppelresidenz. Ich habe auch einen relativ umfangreichen Aufsatz dazu gemacht, im Zweifel für die Doppelresidenz. Den haben wir auch bei uns unter Downloads auf unserer Homepage, wo auch da sehr viele Praxishinweise sind, wie man sowas ausgestalten kann. Weil viele der Vorurteile, die vorgebracht werden, gelten allen Betreuungsmodellen. Und dieses Thema, dass die Eltern nicht miteinander reden können, wenn wir ganz ehrlich sind, selbst wenn das Kind nur alle 14 Tage am Wochenende beim Vater ist, müssen auch da Informationen weitergegeben werden, was für Hausaufgaben sind zu machen, war das Kind krank, was braucht es möglicherweise für Sachen fürs Wochenende oder ähnliches, mit wem trifft es sich, welche Schulaufgaben sind zu machen. Das sind Themen, wo immer kommuniziert werden muss zwischen Eltern, solange der Kontakt zu beiden besteht, was hoffentlich sehr, sehr häufig der Fall ist. Okay. Ich habe noch zwei Fragen mir hier notiert, die gestellt wurden. Die erste, da müssen Sie jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wie hoch sind die Chancen, dass das Wechselmodell noch in diesem Jahr eingeführt wird? Das ist tatsächlich die Glaskugel. Ich würde mal sagen, hoffentlich nicht so hoch. Wenn ich jetzt sage hoffentlich, dann hat das den Hintergrund, wenn jetzt ein Schnellschuss kommt, dann hat das eher den Eindruck, man schafft es schnell vom Tisch. Ja. Wir brauchen aber tatsächlich die Diskussion auch gesellschaftlich, wo es hingeht. Und ich hatte ja vorhin gesagt, unser Sanierungsfall, wir müssen nicht einen Paragraphen ändern, sondern deutlich mehr. Und das wird Zeit brauchen. Und da bitte nicht falsch verstehen. Ich bin einer der Ersten, der sagt, wir brauchen es so schnell wie möglich. Aber keine halbherzigen Lösungen, sondern bitte einmal richtig und dann aber auch so, dass Eltern und Kinder damit wieder eine ganze Weile vernünftig leben können, bis der Gesetzgeber dann vielleicht nur noch in Details nachjustieren muss. Und wir haben halt einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Deswegen meine Einschätzung, in diesem Jahr wird es vermutlich nichts mehr werden. Und gerade aus dem politischen Haus muss man auch sagen, es hängt immer von gewissen Rahmenbedingungen ab. Wir wissen nicht, ob die Koalition tatsächlich dann auch die vollen 4 Jahre übersteht. Falls sich dort irgendwas tun sollte, dann haben wir mindestens wieder ein Jahr Stillstand, bis die sich in Berlin gefunden haben. Das sind aber Themen, die leider sehr frustrierend sind, weil ganz viele, die mit Sicherheit jetzt hier auch zuhören, sagen, ich hätte es lieber gestern als heute. Aber politische Prozesse sind leider etwas langwieriger, was auch für uns nicht immer schön ist. Okay. So, dann habe ich noch eine letzte Frage, weil ich hier schon darauf hingewiesen werde, dass das Fußballspiel begonnen hat. Gibt es eine Studie, wie oft das Wechselmodell erfolgreich war? Jetzt ist die Frage, was ist erfolgreich? Gut. Also ich würde so pauschal auf die Frage sagen, nein. Es gibt eine Menge Studien, wo im Nachgang zum Beispiel auch die Kinder befragt wurden, wo die Eltern in gewissen Zeitabständen befragt wurden, wie sie es erlebt haben, wie sie es gesehen haben. Wir haben eine Studie, ich glaube, die war aus Norwegen, da sind über 7000 Jugendliche befragt worden, ich glaube im Alter von 19 bis 21 oder 16 bis 20, so in der Richtung war das, die vor mehreren Jahren bereits die Trennung ihrer Eltern erlebt haben, wie die ihre Betreuungsmodelle erlebt haben und damit zufrieden waren. Das heißt, die war ein Vergleich zwischen Residenzmodell und Doppelresidenz. Und die Kinder, Jugendlichen, die in einer Doppelresidenz gelebt haben, waren weitaus zufriedener als die, die im Residenzmodell groß geworden sind. Ähnliche Befunde gibt es auch aus anderen Ländern immer wieder. Das heißt, die Nähe von Kindern, die in Doppelresidenz betreut wurden, zu Kindern, die nicht getrennte Eltern haben, die ist immer sehr groß. Das heißt, die Abstufung geht eigentlich dahin, am besten geht es Kindern in der Regel, wenn die Eltern zusammenleben. Ganz nah dran sind dann die Kinder, die in Doppelresidenz aufwachsen. Dann gibt es einen großen Abstand zu Kindern im Residenzmodell und der größte Abstand ist dann in der Regel bei Kindern, die einen Elternteil verloren haben. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank noch einmal für Ihre Zeit.
Ich denke, hier sind noch ein paar Fragen. Wenn Sie nachher bei Facebook sind, können Sie die ja eventuell selber nochmal beantworten unter diesem Beitrag. Ansonsten kann man Sie sicherlich auch in Ihrer eigenen Gruppe erreichen. Projektgruppe Doppelresidenz ist das bei Facebook. Da konnte ich Sie auf jeden Fall gut erreichen. Wenn da also Fragen sind, kann man die Diskussion dort auch gerne noch weiterführen. Dann bedanke ich mich bei allen, die hier zugehört haben, für die Zeit. Diskutiert werden kann hier immer noch. Wir haben da natürlich immer ein Auge drauf, dass es nicht eskaliert. Aber bisher habe ich nur positive Beiträge gesehen. Das ist wunderbar. Und insofern verweise ich einfach darauf, dass wir gerne noch einmal ein solches Facebook Live machen zu anderen Themen, wenn es gefallen hat. Und wünsche einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, allen einen schönen Abend.